Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie wir sehen, ich bin mit meinem wunderschönen roten Fahrzeug dahin gefahren, wo es Ballen gibt. Ich kann vorne keine Ballen einladen, also zumindest konnte ich vorne nicht einstellen, dass ich Rundballen einladen kann. Wird es wahrscheinlich auch nicht gehen, platztechnisch, ist ja möglich. Ich weiß nicht, ob ich über automatisch auswählen der Fracht das vielleicht da reingetrickst kriege, weiß ich nicht, aber generell kann ich es erstmal nicht auswählen. Beim Hänger hinten konnte ich es auswählen und da kriege ich genau 6 Ballen drauf und genau so viel wollen wir auch kaufen. Wir gehen mal auf P wie kaufen, P wie Payment, Ballen und wir kaufen diese Rundballen-Sinage. Es müssten 125er Ballen sein, wenn ich da richtig bin, 3,5 Kubik. Kaufen wir jetzt 6 Stück davon und lassen uns die da mal hinstellen. So, und die sind weiß. Gut, okay, gibt Schlimmeres. So, dann machen wir hier F1 und dann fahren wir da mal mit dem Hänger nebenher und dann werden wir die mal einladen. Und dann hoffe ich, dass ich diese 6 Ballen pro Ballen um 200 Euro teurer verkauft kriege, als ich sie eingekauft habe. So. Die muss ich dann nur noch in den Dings rein befördern, also in die ja, so, also 21.000 Liter, wir würden die 21.000 Liter zu 570 pro Liter ungefähr pro 1000 Liter verkaufen. Das heißt, wir würden 21 mal 570 bekommen, das sind mehr als die 10.000, die ich bezahlt habe. Das ist so ungefähr genau diese 70 mal 21, die ich mehr kriege, sind 1.400 Euro. Ich meine, dafür kann man es machen, ne? Also dafür kann ich jetzt mal einmal dahin fahren, das Zeug holen und dann das einkaufen, dann läuft die BGA wenigstens zu 100% die ganze Zeit. Gut, ich kriege mehr Gärreste, ob das jetzt ein Ziel ist, was man verfolgen sollte, weiß ich nicht, aber ja, es bringt uns Gewinn. Und das ist wichtig. Das ist das, was wir haben wollen. Gewinn, mehr Gewinn. Wäre immer schöner, aber Gewinn ist schon mal gut. So, apropos Gewinn. Da gibt es ja ein Kartenspiel, das so ähnlich als Gwent heißt. Das ist, na gut, Gewinn, Gwent. Naja, ja, ist nah genug dran, dass ich es mal jetzt durchgehen lasse. Aus The Witcher 3. Da muss ich euch mal ein bisschen über eine Software erzählen und wie man Spiele, sag ich mal, benutzerunfreundlich gestalten kann. Ich muss dazu sagen, ich habe hier natürlich an meinem Rechner jede Menge Zeugs angeschlossen. Ich habe ein Lenkrad dran, ich habe diverse andere Controller dran und sonst irgendwas dergleichen. Das ist ja erstmal nicht weiter schlimm. Aber, jetzt kommt es, warum ich jetzt so sage, so unfreundlich gestalten. Gwent scheint irgendwie eine Konsolenport zu sein. Die Frage ist, wenn ich hier über den Trigger fahre, ob ich die da abstellen kann. Ich kann die ja da mal raufstellen auf den Trigger und gucken, ob die denn verschwinden. Müsste theoretisch gehen oder ich muss dann halt eben die Ballenzange ranholen. So. Und ja, da habe ich dieses Spiel dann halt eben angemacht und gedacht so, ja, na gut, guckst du mal. Es war interessant zu sehen, wie die Macher sich das gedacht haben. Denn na gut. Hätte ja funktionieren können, funktioniert aber nicht. Na gut, dann ist das so. So, kann mich hier mal stehen. So. Die werden nicht weniger, okay. Gehören mir. Warte mal, ich werde die mal nackig machen. Und dann holen wir uns mal die Ballenzange und schmeißen die mit der Ballenzange da rein. Wo schmeiße ich die Schaufel so lange hin? Gute Frage, aber die schmeiße ich einfach hier neben dem Ding hin. Das war ein bisschen weit oben. Na gut, okay. Halt, nee, nicht mal rückbezahlen. Das war schon richtig. Die erste Idee war schon richtig. Ich muss hier mal wieder Ordnung machen nochmal hoch. Das sieht ja aus, ey, wie Mucks und Mulle. So, dann holen wir uns hinten mal den Ballen, die Ballenzange und dann schmeißen wir die mit der Ballenzange da rein. Ich glaube, 5 Ballen kriege ich auf jeden Fall rein.
Oder ich weiß nicht, ob ich alle 6 unterkriege. Das werden wir gleich sehen. Oha, aber ich habe eher mit Bremsen zu tun, ihr habt. Also, das hat nicht gebremst. So, er fährt ja vorwärts für rückwärts, ne? So, dann schlagen wir hier mal ein. So. Gehen wir näher ran an das ganze Schauspiel hier. Das ist kippen. Okay, so. Das hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Hast du tolle Macht, Meister? Oh, jetzt haben wir den Ballen aber. Dann wollen wir den da mal reinforschen. Also mir geht es darum, dass ich mit diesem Gewinn, den ich hoffentlich hier raus erziele, ich hoffe nicht, dass der Ball jetzt im Ganzen da unten einfach drin liegt. Gucken wir mal. 3.543 Liter sogar. Hat er irgendwo 12% dazu gewachsen gekriegt oder wie? Naja, gut, okay, ist ja nicht mehr das Schlimme. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo was anderes schon gemacht habe. Nee. Achso, R hätte ich auch drücken können da auf dem Trigger, ne? Na gut, da war ich jetzt nicht. Produktion, Silage aktivieren. So. Na gut, wir hätten jetzt das vielleicht noch dagegen rechnen sollen, dass wir 60 mal 24 pro Tag bezahlen. Das sind über 1000 Euro, ne? Das habe ich nicht mitbedacht. Die Produktionskosten, die fressen jetzt den Gewinn auf. Ich glaube ja. 60 mal 24. 50, also 60 mal 1200. 60 mal 4. Ja, 1400 Euro. Ungefähr das, was ich als Gewinn ausgerechnet habe. Oh. Haben wir wieder nicht weit genug gedacht. Wir rechnen mal noch mal ganz kurz. Ich mache mal hier einen Kalkulator an am Taschenrechner. Kalkulator. Achso, nee, ist der Rechner. Was brauchte ich jetzt? Ich habe 10.000 Liter gekauft. Ne, 21.000 Liter habe ich gekauft. 21.000 Liter habe ich gekauft. Die verkaufe ich jetzt zum Preis von 0,57. Das sind 11.900, die ich da rauskriege. Das heißt, ich mache jetzt noch netto 500 Euro. Naja, gut. Hm. Ist jetzt nicht so doll, aber immerhin besser als nüscht. Und dafür läuft sie und ich sag mal so, es wird mich jetzt, diese 10.000 Euro werde ich jetzt nicht instant wieder zurückkriegen, glaube ich, in diesem Monat. Aber da gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viel von den Ballen ich da jetzt reinschmeißen kann. Ich glaube, 30.000 Liter gehen rein. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Da komme ich dann nie dazwischen gefahren zwischen den beiden, oder? Da schubst sich doch was um. Und dann liegt es hinten rum.
Na, das ist doch wieder ein... Ach, warte mal. Machen wir anders. Ich fahre an den Haufen erstmal ran. Den kann ich ja frei nehmen. Doch Blödsinn, was ich da schon wieder betreibe. Nee. Also da ist... Ja, die Produktionskosten hatte ich jetzt so außen vor gelassen, aber ich glaube, das ist extra so getimt, dass das gar nicht so viel Sinn macht, was ich hier treibe. Oder treiben will. Hey, ich will vorwärts fahren, danke. Geht der eigentlich jetzt so rein da? Wie den... Riechen, das müsste ich überhaupt einsehen, oder? Was ich in der, warum sehe ich nicht, was ich in der Zange habe? Komisch. Oh. Ach du Grüne, das steht da ja noch so hoch. Na, ahnst du ja nichts Böses. Ziehen wir den da auch noch rein. So, Moment. Ja, ja, nee, ist... Ja, ja, ich habe doch schon verstanden. Ich mache nur Unfug. Aber den mache ich mit wachsender Begeisterung. Das muss ich ja ehrlich zugeben. Nee, ich wollte es eigentlich... Hm. Ah. Oh. Betrunken... Ist der Treckerfahrer betrunken, liegt der Ballen auch mal unten. So. Haben wir den auch mal wieder zum Besten gegeben? So, dann holen wir den da jetzt noch vom Trigger runter. Ah ja, noch vorwärts fahren wäre ganz günstig. Bei der ganzen Aktion. So. Also generell machen wir mit dieser Fuhre 500 Euro Gewinn. Das heißt, der Zeitaufwand ist hier fahren, die da reinschmeißen und das am Tag. Also in einem Monat. Theoretisch. Der Reste kriege ich raus. Ich weiß noch nicht, wo das ganze Gas sich sammelt oder ob das auch instant verkauft wird oder so. Hinten die Fackel brennt ja nicht, ne? Gut, Geres haben wir auch schon wieder. 21.600 Liter sind auch ein bisschen mehr geworden. Also von daher. Oder brennt die Fackel jetzt hier hinten schon? Nö, ne? Das Abfackelding. Ich weiß nicht, ob ich das anschalten kann oder so. Hey, na gut. Gucken wir mal nächste Stunde. Wir haben ja glatt 10.000 bezahlt. Wie viel wir denn um 10 Uhr sozusagen auf die Uhr bekommen. Und ja, also beim Zuckerrohr oder bei den Zucker, nicht Rohr, sondern bei den Zuckergeschnetzelten, da wissen wir ja, dass es als Zucker uns deutlich mehr Geld bringt. So, ich werde jetzt hier den Acker anfangen mit euch noch. Und ich wollte über Gewinn erzählen und bin dann verlustig gegangen da drin in meiner G&V-Berechnung, dass ich da jetzt irgendwie dusselig bin. Also, was war passiert? Ich habe das Spiel gestartet, es hat sich erstmal auf irgendeinem Monitor geöffnet. Ich hab hier halt vier Monitore dran am PC. Und das Spiel war der Meinung, ich suche meinen eigenen Monitor aus. Und das war natürlich irgendein Monitor und nicht der, auf den ich immer spiele, also den, der direkt vor mir steht. Erst hat es sich den links von mir ausgesucht, rechts. Und danach hat es den über dem normalen Gaming-Monitor ausgesucht. I don't know why. Ich habe keine Ahnung. Ich will sowieso eigentlich die Monitore nochmal tauschen, weil die eigentlich... ich jetzt wieder in den älteren Monitor reingucke von beiden, der, sage ich mal, von der Technologie her noch nicht so weit ist wie der neuere. Aber das ist noch was anderes. Dann muss ich mal irgendwann umbaumeln und dann umstellen hier. Mache ich vielleicht jetzt mal am Wochenende. Jetzt Wochenende will ich mich um alles so ein paar Sachen noch kümmern, die in dem Bereich liegen, damit ich da auch mal vorankomme wieder und ja, mal gucken, was dann am Wochenende noch so anliegt. Im Grunde will ich mich aber auch noch ausruhen, also sehr viel schlafen, weil brauche ich noch, wie ich ja schon mal angedeutet hatte letzte Woche, dass ich da momentan mit
weil ich mal leichten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe und das ist immer noch nicht ausgestanden. Und da brauche ich dann nochmal die Ruhe. Aber ich habe jetzt die Arbeitswoche schon mal ganz gut weggesteckt. Also man hat es gemerkt, dass es am Anfang der Woche hat der Körper die Balance noch nicht gehabt. Und jetzt zum Ende der Woche wurde es immer besser. Also da ist mir dann morgens, wenn ich aufgestanden bin, war mir dann nicht so dudelig im Kopf und so plümmerant im Körper wie den ganzen anderen Tage davor. Aber die ersten drei Tage der Woche, da war die Arbeit noch zu anstrengend und da hat der Körper nochmal, naja, Mittwoch war es nochmal sehr anstrengend, das alles hinzukriegen. Aber gut, das war's anders. Da hoffe ich jetzt, dass ich das Wochenende, wenn ich jetzt die Ruhe habe, dass dann die letzten kleineren Dinge dann auch noch verschwinden. Gut, aber geht. Das zu dem. Ich habe das Themensprünge wieder von 100 ins 1000 kommt er wieder. Ich habe das Spiel gestartet, das hat sich irgendwo gestartet. Ja gut, okay, von mir aus. Dann war das aber gleich auf Konsolensteuerung. Dachte ich mir, ja, was soll denn das? Wieso ist denn das auf Konsolensteuerung? Das macht doch überhaupt noch keinen Sinn. Also habe ich versucht, erstmal hinzukriegen, dass es nicht auf Konsolensteuerung läuft. Jetzt denkt man sich, okay, geht man in die Option. Ich komme aber nicht in die Option. Weil ich hatte mittlerweile ja festgestellt, er hat irgendeinen Controller erkannt. Ich habe sämtliche Controller ausgeschaltet oder abgestöpselt. Also mein Lenkrad habe ich einfach ausgeschaltet, das kann ich ja machen. Das hat aber nicht geholfen. Ich musste wirklich das Lenkrad auch abstöpseln, dass ich dann ohne dieser Controllersteuerung was machen kann. In der Zwischenzeit hatte ich aber das Spiel x-mal gestartet und das mich immer wieder gefragt, möchtest du Tutorial spielen, möchtest du das machen, möchtest du dies machen und sonst was. Das musste ich natürlich immer ablehnen, weil ich konnte ja nicht spielen. Weil die Steuerung halt nicht funktioniert hat. Das war nicht schön. So, als ich das dann endlich mal zumindest durch hatte und dann festgestellt habe, dass wenn ich die Controller alle abschließe und dann geht das, dann konnte ich erstmal das Spiel erstmal auf den richtigen Monitor ziehen und dann habe ich eine Runde gespielt, sang klanglos verloren, weil ich absolut keine Ahnung davon hatte, wie dieses Spiel funktioniert. Ich dachte, es wäre so ähnlich wie Hearthstone, aber ist es halt nicht. Und ich habe absolut nicht verstanden, was da am Anfang passiert und sonst irgendwas dergleichen. Ja, habe ich wieder deinstalliert. Muss ich ehrlich sagen, also ich wollte so ein Spiel haben, was ich anmachen kann für 5 Minuten oder für 10 Minuten. So einfach mal schnell eine kleine Runde irgendwas spielen, so wie World of Tanks zum Beispiel. Bloß bei World of Tanks brauche ich zu viel, sag ich mal, da bin ich zu competitive eingestellt für, dass ich das... Wenn ich jetzt in World of Tanks einen Modus gibt, wo du immer PvE hast, den spiele ich immer ganz gerne. Player vs. Environment, boah, scheißegal. Da ist mir das auch nicht egal, da ist mir das egal, aber mein persönliches Ergebnis ist, ob ich das gewinne oder verliere oder sonst was. Aber wenn ich dann jetzt im PvP bin, dann möchte ich natürlich auch gewinnen. Dann, sag mal, ist das immer noch sehr anstrengend. Ich suche halt nach solchen, sag mal, Biddo-Spielen, die halt eben einfach so für sich alleine sind und die man spielen kann, ohne dass es lange was braucht. Theoretisch könnte ich LS spielen, klar. Aber beim LS-Spielen ist es halt so, dass da möchte ich euch was von zeigen und ich möchte mir jetzt keinen weiteren Spielstand angucken oder aufmachen und darin LS spielen, ich möchte hier diesen Spielstand bis zum Ende durchspielen und dann ist gut. Ne? Also das ist wirklich noch der erste Spielstand, den ich ursprünglich mal irgendwann angefangen habe mit diesem Spiel und genau diesen spielen wir jetzt immer noch. Und jede Stunde, die ich in dem Spiel war, habe ich in diesem Spielstand zugebracht. Ein paar Sachen habe ich beim Modding gemacht, ein paar Mal war ich vielleicht eventuell mal so blöd und hab das Spiel bloß minimiert und hab dann halt im Menü die ganze Zeit rumgehangen, weil ich mir die Musik von den Spielen immer ausmache, habe ich das nicht mitgekriegt, dass das Spiel noch im Hintergrund lief. Da liefen bestimmt auch schon mal 10 Stunden auf die Spielzeit, aber wir haben über 500 Stunden Spielzeit in diesem Spiel, in diesen 2 Jahren. Und ich finde es immer noch ein sehr, sehr gut gelungenes Spiel, das macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich schon auch auf den nächsten Teil, der ja dann hoffentlich nächstes Jahr kommt. Dieses Jahr kommt ja jetzt noch ein extra Update und da habe ich schon gesehen, dass diese Mohrrüben einen unheimlichen Ertrag haben pro Quadratmeter, also pro Hektar, aber diese Erntemaschine nur 2 Reihen rausruppt. Und es gibt keine größere anscheinend oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das, was ich gesehen habe, da dachte ich mir, nein, also das ist so ein Ding, das kannst du wirklich, da machst du ein Feld von, da lässt den Helfer drüber laufen, damit du einmal Mohrrüben in deinem Leben gemacht hast, lässt den Helfer das Ding pflücken und dann verkaufst du die Mohrrüben und machst höllisch Geld damit. Also du kannst auf einen Hektar, was war es, 77.000 Liter ungefähr kriegen oder irgendwas war da? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, ich hab's nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall waren das horrende Summen. Also du kannst dann auf einen Hektar irgendwas bei über 100.000, also knapp über 100.000 oder so. Ja, aber 77.000 Liter und der
der normale Durchschnittspreis sind 1360 gewesen oder sowas. Und wenn du das dann ausrechnest, 77.000 mal 1,36, dann kommst du ja bei knapp über 100.000 an und das auf einen Hektar. Wenn wir uns so viel Hektarfläche dann damit machen, klar, machst du von dem Acker dann 400.000 Euro. Da steckst du halt auch wahrscheinlich ein ganz anderthalb Stunden, zwei Stunden Arbeit rein. Da weiß ich noch nicht, ob ich das, also zwei Stunden mit muss, sogar mehr, weil wenn Zucker kommt, steckst du ja auch schon so viel rein. Von daher, mal gucken, ob das eine gute Frucht ist oder halt eben so eine Frucht ist. Also so, weiß ich nicht, so Mohrrüben. Ich habe es ja jetzt in der Doku gesehen, dass es wirklich auch professionell Maschinen dafür gibt, die rausziehen über Riemen und abklopfen und abschneiden und dass es unterschiedliche Mohrrüben gibt mit unterschiedlichen, also die einen, die wollen das Kraut, die anderen wollen das Kraut nicht und alles so eine Sachen. Egal. Die Mohrrüben an sich sind ja bei uns dann entkrautet und liegen dann einfach bloß auf dem Hänger rum und sind dann halt eine Ware wie der andere, hätte ich was gesagt, aber ja. Gut. Schauen wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich an, wenn es rauskommt. Und ob ich es noch einsetzen werde. Also ich will auf jeden Fall noch den Olivenhain fertig kriegen und auch meinen Weinberg fertig kriegen in diesem Spielstand. Ich schätze einfach mal, da wir jetzt im fünften oder sechsten Jahr sind. Ich glaube, wir sind im fünften Jahr. Das weiß ich gar nicht mehr. Also da muss ich wirklich mal, keine Ahnung, wie viele Winter wir schon gesehen haben. Ob es jetzt schon vier Winter waren oder erst drei oder auch vielleicht auch schon fünf. Weiß ich nicht mehr. Könnte ich aber mal nachgucken auf den Thumbnail. Das sehe ich das ja immer, wenn irgendwann mal Winter war. Und dann müsste ja mal eine größere Lücke dazwischen sein. Alle, wie viele Folgen wir in dem Winter haben. Könnte sein, dass alle 300 Folgen im Winter ist oder so, ne? Nee, dann hätten wir wirklich erst zwei. Ah, ist ja auch egal. Finde ich mal raus. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal hoffentlich. Ah, jetzt habe ich hier so einen ganz kleinen Kantenüber. Ja, den hätte ich mal da vorne richtig ansetzen sollen. Dann hätten wir den jetzt hier nicht über. Egal. Ich werde das Feld hier in Ruhe fertig machen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielleicht hier noch beim Tiefenlockern oder mal gucken, was wir sonst so machen können. Bis denn. Tschüss.